Ja, mein Herr, wie geht's dir so? Hast du dich gut regeneriert die letzten Tage? Hallo Dr. Bibber. Ja, alles super. Also so langsam wird's immer besser mit meinem Kopf. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Kopfschmerzen mehr. Ja, das ist ja schön zu hören, Marvin. Dann ist das ja so wie erwartet. Das heißt, deine Genesung, die wird richtig gut klappen. Aber du, mal was anderes. Hast du mitbekommen, dass hier jemand auf dieser Etage ins Waschbecken gepinkelt hat? Ich wollte hier vor kurzem meine Hände waschen und dann war da auf einmal, naja, das war der Waschbecken, das war total eklig. Sag mal, hast du da irgendwas mitbekommen? Hast du gesehen, wer das gemacht hat? Waschbecken? Nö, also da habe ich gar nichts mitbekommen. Ih, das ist ja wirklich eklig. Also, wer macht denn sowas? Das ist ja voll abartig. Ih, nee, keine Ahnung. Okay, schade. Ich hätte wirklich mal gern gewusst, wer zu sowas fähig ist. Also, das hätte auf jeden Fall eine fette Strafe gegeben. Aber nur gut, dann kann man das jetzt wohl nicht mehr herausfinden. Das kann man nicht mehr herausfinden, aber das ist ja gut. Blöd natürlich. Das ist ja schade, dass man das nicht herausfinden kann. Ja, Herr Dr. Bibber, kann ich jetzt eigentlich schon mein Farbenband abkriegen? Der juckt die ganze Zeit so. Der ist total nervig und ich habe ja keine Kopfschmerzen mehr. Kann ich den jetzt nicht abbekommen? Ja, lass mal eben schauen, Marvin. Der Verband, der sollte, ja, der sollte abgemacht werden können. Dein Kopf, der hat gut verheilt, die Wunde ist geschlossen und das heißt, das Ding kann jetzt endlich ab. So, dann greifen wir nun einmal zur Schere und dann kann's losgehen. Marvin, du musst dich jetzt einmal bitte aufrichten, damit ich an deinen Kopf drankommen kann. Alles klar, ich sitze jetzt. Also, Sie können jetzt loslegen. Sehr schön, das machst du sehr gut. Und dann werde ich jetzt anfangen, den Verband abzuschneiden. Und einmal schnipp, schnapp und der Verband ist ab. Tada! Jetzt solltest du wieder deutlich angenehmer deinen Kopf bewegen können. Und jetzt kannst du dich auch endlich wieder an den Haaren kratzen. Oh ja, endlich. Oh, das ist jetzt schon viel angenehmer. Vielen Dank, Dr. Bibber. Dr. Bibber, könnte ich vielleicht jetzt auch schon entlassen werden? Also ich habe ja keine Schmerzen mehr und der Verband ist ab, dann könnte ich doch eigentlich auch schon nach Hause, oder? Lass mal eben überlegen. Also eigentlich hatten wir geplant, dich noch ein, zwei Tage hier zu lassen. Aber ich glaube, da die Heilung ziemlich gut gelaufen ist, können wir da mal eine Ausnahme machen. Und dann kannst du heute schon nach Hause. Los, Marvin, wir gehen mal ins Erdgeschoss und dann können wir dich entlassen und auch deinen Vater rufen, damit er dich abholen kann. Oh cool, vielen, vielen Dank, Dr. Bibber, vielen Dank. Kein Problem, Marvin, das mache ich doch gerne. Und jetzt gehst du bitte ins Erdgeschoss und ich rufe dann deinen Vater an. Alles klar, mache ich. Ich gehe dann ins Erdgeschoss und warte da im Wartezimmer. Das dauert aber jetzt ganz schön lange. Eigentlich sollte Papa jetzt so inzwischen mal da sein. Hey Marvin, guck mal, wer hier ist, dein Vater. Ich bin hier, um dich abzuholen. Hey Papa, oh cool, dass du da bist. Endlich. Ich habe schon voll lange auf dich gewartet und ich bin echt froh, dass ich jetzt aus dem Krankenhaus raus kann. Ja, Marvin, das glaube ich. Zu Hause ist es wahrscheinlich schon deutlich angenehmer als hier im Krankenhaus und das Essen erst. Oh ja, da sagst du was. Das Essen hier, das war so eklig. Uiuiui, da habe ich gar nichts essen wollen. Deswegen hatte ich auch den ganzen Tag Hunger. Aber egal, jetzt ist es ja endlich vorbei. Genau, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt musst du dich gar nicht deswegen ärgern. Dann können wir jetzt auch nach Hause fahren. Los, wir fahren nach Hause. Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!